Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Urlaub auf dem Bauernhof. Ja, hier im kleinen schönen Walchen. Ich habe gerade Besuch von meinem Chef aus Hamburg, dem Herrn Marvin, wie heißen Sie? Gutshofen. Gutshofen. Der belästigt mich hier in meinem Urlaub. Ich habe noch mindestens eine Woche Urlaub, aber nee, er meint, er muss immer wieder mich nerven. So, Herr Gutshofen. Ja, also. Was war das? Also, ich will investieren. Hätten Sie Interesse an irgendeinem Hof oder sowas? Weil, ich meine, ich vertraue Ihnen. Kennen Sie jetzt schon lang genug und. Ja, aber was habe ich davon? Ich würde Ihnen den Hof. Zahlen und einen Kredit geben, also den Hof, den lasse ich als Ausgleichszinsen für den die Arbeit Ihnen und dann können Sie noch von mir aus bei mir einen Kredit holen, weil ich meine, bei mir ist das Geld flüssig. Also ich verstehe nicht genau, was Sie damit bezwecken, weil Sie haben ja im Endeffekt nichts davon. Im Endeffekt schon. Warum? Wo guten ist der Kontakt. Haken? Hä? Sie wollen kostenlosen Urlaub. Jetzt verstehe ich das Ganze. Ebenfalls, denn ich möchte in Land investieren, alles drum und dran und möchte hier oben ein fettes Hotel hinbauen. Nee. Da habe ich keinen Bock drauf. Das Hotel können Sie sich mal schön abschminken. Wenn, dann können Sie hier so ein Landhotel können wir hinmachen. Eigentlich wollte ich hier oben so ein fettes. Es passt doch gar nicht rein, gucken Sie sich doch mal um. Ein großes Hotel bauen mit Golfanlage, Fußballfeld, allem drum und dran. Okay. Lassen Sie mir mal da ein bisschen Bedenkzeit. Ich muss mal, was verändern? Muss ich das wieder zurückzahlen oder? Den Kredit, ja. Den Hof, den kaufe ich Ihnen so. Was aber das beinhaltet halt auch, dass sie sich mit um die Hotelanlagen kümmern, so. Ich weiß noch nicht. Ich muss mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Jo, okay, hauen Sie rein, ich bin weg. Hauen Sie rein, kufen Sie in. Schönen guten Tag noch. Tschüss. Das ist jetzt aber. Ich werde jetzt zur Bank. Ja? Tschüss. Spackomat, ey. Was will der denn schon wieder? Ja? Arsch. So ein Angeber, ey. So, ich fahre jetzt mal nochmal runter und suche die Bank. Hoffentlich kommt er mir jetzt nicht entgegen. Die Flunder, das sieht man nämlich nicht. Ja, hoffentlich geht er hops, ey. Schön gemütlich hier mit meinem Audi. Ach, jetzt steht er schon wieder hier. Irgendwo habe ich nämlich die Sparkasse, glaube ich, schon gesehen. Moment. Kommt der hinterher, oder? Ich meine, dass die Sparkasse hier irgendwo. Ups. Nee, war die nicht. Wo war denn die Sparkasse, ey? Bin da schon vorbeigefahren. Ich bin mir ziemlich sicher. Was überhaupt die Sparkasse? Ich weiß nicht mehr. Upsa, was ein Glück. warte mal, als ich links rumgefahren bin, bin ich irgendwie. Ey, was will denn der?
wieder andersrum. Er will ja hier ein Hotel hinbauen, ey. Ich meine, das Gute ist, wenn der mir einen Kredit gibt, dann habe ich erstmal ausgesorgt. Dann kann ich mir was aufbauen. Ich kann ihm ja mal meine Vorstellungen sagen von so einem Betrieb. Ich muss die Sparkasse finden. Irgendwo war die. Ich meine, dass es die Sparkasse war. Dann war die Tankstelle. Jo. Jo. Wo ist denn das hier jetzt? Hallo? Jo, moin. Hallo. Wie schaut's aus? Hab jetzt das Auto aufgeladen. Ja, ich bin auf der Suche nach der Sparkasse. Oh, und ja. Ich werd von dem... Moment. Weißt hey! Du schon... Alter, dieser... Weißt du, ob heute schon Donnerstag ist? Ist heute schon Donnerstag, ja? Ja oder nein? Ja. Ja? Ja. Ja, okay. Jo, ich komme jetzt runter. Tschüss. Tschüss. Alter, der Spackomar, der verfolgt mich, ey. War hier irgendwo die Bank? Ich weiß nicht mehr, wo die Bank war, ey. Ich geh mal fragen. Wo ist denn der jetzt schon wieder hin? Ich höre das Auto irgendwo. Da ist er. Mensch, ey. Ah, gerade mal gucken, ey. Wo ist denn die Bank? Ich glaube, die Bank gibt es so gar nicht. Moment, mal anrufen. Wow. Hallo? Hallo, Herr Gumpitsch. Ja. Wo ist denn die Bank hier? Ich finde mich nicht mehr zurecht. Jetzt so zu beschreiben, ist ein bisschen schwer. Da müsste ich... Ich bin gerade bei Tango Fix. An der einen Tankstelle. Ja. Komm vorbei, ich komm mal vorbei. Ich bin aber von Ihrem Hof auf der zweiten. Und hier steht was? Immer. Hier an der zweiten Tankstelle bin ich. Ja, ja. Okay, bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Tschüss. Aua! Na, diese scheiß Flunder, ey. Ich mach ein bisschen spazieren, ey. Hätte irgendwie schon Bock, dass der mir einen Hof zahlt. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, dann bin ich auch wieder so abhängig. Zumindest solange bis der Kredit offen ist. Wo sind wir denn hier? Ah, okay. Ich ruf mal gerade den Spacko an, ey. Hallo? Hallo? Ja? Warum verfolgen Sie mich? Verfolgt Sie gar nicht. Nicht? Sie fahren immer nur zufällig da lang, wo ich bin, gell? Ich erkunde hier. Erkunden Sie mal weiter weg. Oh, da kann ich nicht runter. Wenn Sie mich weiterhin so belästigen, dann können Sie Ihr Angebot sich in die Haare schmieren, das sage ich Ihnen.
Dann können sie gucken, Unklar. wer für sie arbeitet, aber ich nicht. Ich hoffe mal, dass er jetzt dann denkt. Es kann nämlich nicht sein, ey. Ich fühle mich hier richtig belästigt und ich soll Urlaub machen. Erholungsurlaub. Uff. Ah, da kommt er ja. Hallo. 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 Gucken Sie, da ist der schon wieder. Macht denn der immer? Der fährt hier die ganze Zeit rum, wo ich bin. Krieg Lass schon uns einmal auf. Panikattacken, ey. Doch, ja. Ja, mit seinem Lamborghini. Ich glaube, irgendwann rufe ich die Polizei. Gut, ja, ist alles Ist die Nummer hier in Österreich eigentlich auch 110? 110? Nein. Nee, wie ist das hier in Österreich? Das muss ich ja mal wissen, falls ich denn hier. Ja, also ich, seit ich hier hingezogen bin, weil ich bin ja zuerst in Südtirol gewesen, ja, hier habe ich eigentlich die noch nie gebraucht, deswegen weiß ich das jetzt gar nicht Ach ganz so. genau. Okay. Ach, Südtirol, das stimmt ja. Südtirol ist ja in Italien, gell? So oben an der Ja, Grenze. eben, aber das ist ja so schade. Ja. Jetzt steht er schon wieder da drüben, ey. Okay, egal. Tankstelle. Nee, nicht Tankstelle, sondern Bank. Ja. Ich will mir jetzt ein Vergleichsangebot holen. Der hat zwar gesagt, er wird mir einen Kredit geben, aber ich möchte halt wissen, was ich da bei der Bank. Vielleicht werden die ja günstiger oder ich krieg mehr oder so. Ja. Also, wo müssen wir hin? Mal kurz mal schauen. Also wir sind schon im richtigen Ding, also wir sind schon hier im Dorf, also weit haben wir es nicht mehr. Dann sagen Sie mal an, wohin? Ich dachte, ich hätte mal eine Bank gesehen, aber ich war mir unsicher. Ja, das Ding ist, es gibt auch hier nicht eine richtige Bank, sondern nur einen kleinen, so einen kleinen, kleine Bank sozusagen. Ach so, nur so ein. Naja. Ja, So wollen wie wir es halt mal auf dem Dorf los? ist. Jo, können wir laufen? Nee, eigentlich nicht. So, mit was? Dann fahren wir mit meinem Auto. Steigen Sie ein. Ja. Ja, kann ich das hier stehen lassen? Ja, bestimmt. Fahren wir mal. Sie müssen halt navigieren. Ja, also hier wieder gerade rauf. Wo? Rechts? Rechts, ja. So, rechts passt. Hier der Straße folgen. Hm, gib mir Mühe. Ich gebe mein Bestes. Hinten ist schon wieder der Ja! Lamborghini. Er nervt mich, ey. Ja, hier entlang. Ja. Ja, immer noch. Mal weiter. Aber die Straße hier, die ist immer so ein bisschen komisch. Da sieht man nicht rein. So, und jetzt links rein. Wie links rein? Rein. Wo? Ja, hier links. Hier links. Ja. Da steht er schon wieder, ey. Hier? Jo. Einfach Stopp, hier. Jo. Ich park mal hier. Okay. Jo, hier wäre die Bank, ne? Ach so. Also, hier ist die Tankstelle und die Bank hier von dem kleinen Dorf. Okay. Gut, dann gehe ich mal. Wenn du hier mal, ja. Versuche ich mal mein Glück. Hier mal versuchen, hier reingehen, mal versuchen. Ja, was wollen Sie schon wieder? Hallo. Haben Sie meine Warnung vorhin nicht gehört? Ach, nee. Ich habe gesagt, wenn Sie mich weiter belästigen, dann können Sie sich Ihr Angebot in die Haare schmieren. Ja, eigentlich für ein komischer Ja, Geist. Moment, ich war hier die Bank auch am suchen, weil ich habe die hier gekauft gerade eben. Ha. Sie haben gerade die Bank hier gekauft. Ja, eben. Und Sie gehen jetzt nicht mehr zurück nach Deutschland, oder wie sieht's aus? Doch, ich will mich aber hier oben auch noch ein bisschen verbreiten. Herr Gumbitsch, das Problem ist, das ist ein Investor.
Unternehmensberatung, Investmentgesellschaft. So. Deshalb hat er mir vorhin das Angebot gemacht, er zahlt mir einen Hof, damit ich hier, damit er dann da ein Hotel draufplatzen kann. Ja. Ja, darauf habe ich eigentlich gar keinen Bock. Kommst du bitte aus meinem Lambo raus? Da war. Ups. Hey, war übrigens nur Spaß, hab die Bank nicht gekauft. Unsere Einkünfte sind. Gar nicht gemerkt, dass er hinten einen Kratzer hat. Ich geh mal warten. Jo, ich fahr mal nach Hause, ne, mit dir. Was hab ich gehört? Raus aus meinem Lambo, ich hau ihn rein. Ey. Hier steht da. Nicht mal weg, dann hab ich Ruhe. Hallo. So, liebe Leute, ich gehe mal in Verhandlungen mit dem lieben Bankbesitzer hier, beziehungsweise dem Siegfried, dem Bürgermeister. Und dann gucken wir mal in der nächsten Folge, was wir da für ein Angebot kriegen. Haut rein, macht's gut, tschüss.